Für die linke Fraktion hat sich Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kaufmann, ich bin Ihnen ausdrücklich dankbar für Ihre Ausführungen, weil Sie haben noch einmal deutlich gemacht, worin der Unterschied Ihrer Politik und unserer Haltung ist. Für Sie bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, eine Regierungsbeteiligung um jeden Preis zu erlangen und sei es auch um den Preis, die eigenen Grundsätze in die Tonne zu treten. Für uns bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, die Richtung der Politik in diesem Land zu ändern, sodass die Interessen, die sozialen und ökologischen Interessen der Hessinnen und Hessen wirklich in dieser Landespolitik eine Berücksichtigung finden. Und zu der Selbstgefälligkeit, in der Sie hier Ihre Ausführungen gemacht haben, möchte ich mir, Herr Kaufmann, nur einen kleinen und bescheidenen Rat erlauben. Hochmut kommt vor dem Fall. Und Sie sollten nicht vergessen, dass nicht Sie alleine die Regierungsarbeit bewerten und dass die Kritik der Opposition als Plärrerei titulieren können, sondern dass Sie sich am 28. Oktober dem Votum der Hessinnen und Hessen stellen müssen. Dann wollen wir einmal schauen, ob die denn auch so begeistert sind, wie Sie das hier in Ihren Ausführungen dargestellt haben. Hochmut kommt vor dem Fall, meine Damen und Herren. So, jetzt zum Haushalt. Ich möchte mich natürlich anschließend dem Dank an denjenigen, also dem Dank meiner Vorredner, dem Dank derjenigen für die geleistete Arbeit in den Fraktionen, auch in der Landesverwaltung für die Erstellung des Haushaltes. Auch wenn ich die politischen Vorgaben für falsch halte, bleibt trotzdem natürlich es notwendig und richtig, sich für diese Arbeit zu bedanken. Und ganz besonders und ausdrücklich möchte ich mich beim Budgetbüro und bei Frau Goos bedanken. Wir als Fraktion jedenfalls sind für die Hilfe und Unterstützung des Budgetbüros sehr, sehr dankbar. Dafür noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön. Der Doppelhaushalt für die Jahre 2018-2019, den die Fraktionen CDU und GRÜNE heute beschließen wollen, stellt kein Höhepunkt von Schwarz-Grün dar, wenn dann so etwas wie ein trauriger Höhepunkt, denn es ist eine schwere Unterlassung. Hessen ist ein sehr reiches Bundesland. Dennoch klafft die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Während 1.400 Hessinnen und Hessen ein Einkommen von über 1 Million jährlich beziehen, sind rund 900.000 Menschen von Armut betroffen oder bedroht. 500.000 Menschen müssen für Niedriglöhne schuften. Und diese Zahlen, das sind keine Erfindungen der Linken, Herr Pentz, sondern schauen Sie einmal in den Sozialbericht der Landesregierung. Da finden Sie ganz interessante Zahlen, die Ihnen zu denken geben sollte, Herr Pentz. Fast jedes fünfte Kind und fast jeder vierte Jugendliche in Hessen lebt in Armut. Zwischen dem Ballungsraum Rhein-Main und den ländlichen Regionen wächst die Kluft. In den Städten mangelt es an bezahlbarem Wohnraum, während der ländliche Raum in Teilen zu veröden droht. Busse und Bahnen, das war schon Thema, im Rhein-Main-Gebiet platzen aus allen Nähten, während viele Dörfer vom ÖPNV abgehängt werden. Und da nützt auch nichts, nicht das Ganze auf Ehrenamtliche abzuschieben und den einen oder anderen Bürgerbus zu finanzieren. Viele Schulen und Krankenhäuser und andere öffentliche Einrichtungen sind marode oder werden den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht. Die Bildung ist nach wie vor unterfinanziert, der Ausbau der Ganztagsschulen kommt nicht voran, Kita-Plätze fehlen, und der Bildungserfolg ist weiterhin stark abhängig von der Herkunft. Und ob Lehrer, Polizisten, Ingenieure oder Schulsozialarbeit, an vielen Stellen fehlt es in der Landesverwaltung an Personal. Und was macht die Landesregierung? Was macht die sie tragende schwarz-grüne Mehrheit? Obwohl die Konjunktur brummt, die Steuereinnahmen deutlich gestiegen sind, unterlassen Sie es als Regierungsfraktion, mit diesem Haushalt die vorhandenen finanziellen Spielräume zu nutzen. Und es ist Ihnen ja vorgerechnet worden, dass Sie fast 6 Milliarden € im Vergleich zu 2013 mehr zur Verfügung haben. Der Kollege Schmidt hat es kumuliert auf über 20 Milliarden €. Und trotz dieser vorhandenen finanziellen Spielräume sind Sie nicht in der Lage, die drängenden sozialen und ökologischen Probleme in diesem Land anzugehen und eine notwendige Kehrtwende bei den Investitionen einzuleiten. Das ist kein Höhepunkt, sondern das ist ein Armutszeugnis für diese Landesregierung, meine Damen und Herren. Und stattdessen feiern Sie Ihre Haushaltspolitik, die dem Fetisch der schwarzen Null huldigt und
ausgeglichene Haushalte und Schuldenabbau zum obersten Ziel einer vermeintlich generationengerechten Politik verklärt. Aber was ist denn bitte daran gerecht und generationengerecht, wenn über Jahre und Jahrzehnte in den Kommunen und im Land wichtige Investitionen in die Infrastruktur unterlassen werden, wenn die öffentliche Infrastruktur auf Verschleiß gefahren wird? Das ist eben alles andere als gerecht, wenn der jungen Generation zwar weniger Schulden hinterlassen werden, dafür aber aufgrund maroder Schulgebäude ihr Bildungserfolg gefährdet ist. Es ist eben nicht gerecht, den Menschen in unserem Land zwar weniger Schulden zu hinterlassen, dafür aber notwendige Investitionen in den sozialen Wohnungsbau zu unterlassen, die jetzt und in Zukunft dafür sorgen würden, dass alle Menschen eine Chance haben, eine bezahlbare Bleibe zu finden. Ihre Politik ist eben nicht generationengerecht, meine Damen und Herren. 19 Jahre CDU-geführte Landesregierungen haben mit ihren Unterlassungen und Kürzungsorgien unsere öffentliche Infrastruktur beschädigt, einen gewaltigen Investitionsstau im Land und in den Kommunen fabriziert. Und den mit Ihnen hier immer wieder gefeierten neuen und viel zu kleinen Investitionsprogrammen, die teilweise ja nur Bundesprogramme leicht ergänzen, werden Sie auch diesen Investitionsstau nicht auflösen. Auch hier rächt sich, dass Sie seit Jahren die Kommunen unterfinanzieren. Und auch in diesem Haushalt unterbleiben und unterlassen Sie notwendige Ausgaben für Bildung, für eine Verkehrswende, notwendige Ausgaben im sozialen Bereich, etwa bei der Bekämpfung von Kinderarmut oder bei der Förderung des Wohnungsbaus. Und gerade in Zeiten einer guten Konjunktur, da zeigt sich, wie schädlich die Schuldenbremse ist. Wir haben knapp 100 Änderungsanträge für den Doppelhaushalt 18/19 eingebracht, um die gröbsten Ungerechtigkeiten Ihrer Politik, der schwarz-grünen Haushaltspolitik, auszugleichen. Unsere Änderungsanträge umfassen unter anderem ein milliardenschweres Investitionsprogramm, ein Aktionsprogramm gegen Kinderarmut, Aktivitäten für ein gerechtes Bildungssystem, eine sozialgerechte Wohnungspolitik, eine Verkehrswende sowie Maßnahmen für einen menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen. Und da möchte ich doch noch einmal auf die Haushaltsberatungen zurückkommen. Es wird ja von den LINKEN immer wieder, auch von Ihnen, wird ja gerne unterstellt, wir LINKEN, wir seien ja Betonköpfe. Aber ich möchte Sie einmal fragen. Die LINKE hat einigen Änderungsanträgen von CDU und GRÜNEN zugestimmt, wenn wir den Eindruck hatten, dass sie die Lebensbedingungen der Menschen verbessern könnten. Auch einer Reihe von SPD-Anträgen haben wir zugestimmt. Sie aber, meine Damen und Herren von CDU und GRÜNEN, Sie haben sich nicht dazu durchringen können, auch nur einem einzigen unserer Änderungsanträge zuzustimmen. Ich finde, das zeigt die wahren Betonköpfe, die sitzen in den Reihen von CDU und GRÜNEN, meine Damen und Herren. Und in den Haushaltsberatungen ist uns vorgeworfen worden, dass wir bei unseren Änderungsanträgen mit Einnahmen aus der Wiedereinführung der Vermögenssteuer und mit einer gerechteren Ausgestaltung der Erbschaftssteuer rechnen. Und ja, natürlich bräuchte man einen gewissen Vorlauf, um diese Steuern wieder zu erheben bzw. zu verändern. Aber wir stellen unsere Anträge seit 2008, seit fast nunmehr 10 Jahren, seit wir das erste Mal als LINKE in den Hessischen Landtag eingezogen sind. So lange hätten Sie doch Zeit gehabt, wenn Sie es mit dem Ruf nach einer höheren Besteuerung von großen Vermögen ernst meinen, ein Ruf, der nicht zuletzt auch wieder vom GRÜNEN Bundesparteitag ausging. Wenn Sie es mit dieser Forderung ernst meinen, dann hätten Sie 10 Jahre Zeit gehabt, mit uns sich auf den Weg zu begeben, für die Wiedereinführung der Vermögensteuer und eine gerechtere Erbschaftssteuer zu kämpfen. Aber wo sind denn die Aktivitäten der GRÜNEN in dieser Richtung? Es gibt keine. Und leider vermissen wir an dieser Stelle auch Initiativen der SPD. Und deswegen wollen und müssen wir mit unseren Änderungsanträgen den politischen Druck für eine gerechtere Besteuerung der Reichen, der Superreichen und Vermögenden in diesem Land erhöhen. Eine Haushaltsdebatte muss auch thematisieren, wie man die Einnahmen des Landes Hessen erhöhen kann, um notwendige Ausgaben zu finanzieren. Und viele Menschen in unserem Land, die wollen auch, dass sich in diese Richtung etwas bewegt, weil sie nämlich merken, dass die wachsende soziale Ungleichheit in Hessen wie in Deutschland nicht nur aus moralischen Gründen unerträglich ist, sondern weil sie sich zu einer Gefahr für unsere Gesellschaft und für die Demokratie entwickelt. Deswegen wäre es notwendig, Menschen mit besonders hohem Einkommen und großem Vermögen, aber auch Großunternehmen und Banken endlich wieder angemessener an der Finanzierung unseres Gemeinwesens zu beteiligen.
Denn nur wer die Superreichen und Großunternehmen in diesem Land stärker zur Kasse bittet und damit für höhere Einnahmen der öffentlichen Hand sorgt, der schafft die Voraussetzungen dafür, dass wir unsere öffentliche Infrastruktur erhalten und ausbauen können. Wir als Fraktion setzen auf diese Einnahmeverbesserungen aus einer sozialeren und gerechten Steuerpolitik, die in Hessen zu erheblich höheren Einnahmen führen würde. Allein eine moderate Vermögensbesteuerung würde Hessen Mehreinnahmen von über 1,5 Milliarden € bescheren. Unter den Vorzeichen einer günstigen Konjunktur und mit diesen Mehreinnahmen wäre eine andere Politik in Hessen also nicht nur nötig, sie wäre auch möglich. Und eine andere Schwerpunktsetzung, wie wir sie mit unseren Änderungsanträgen unternommen haben, bedeutet für uns, dass wir erstens ein milliardenschweres Investitionsprogramm auf den Weg bringen müssen, um endlich wieder in die Infrastruktur zu investieren. Dazu gehört ein Programm für den sozialen Wohnungsbau, um endlich mit der Logik zu brechen, dass der Markt es mit der Wohnungsversorgung doch richten würde. Diese Logik hat versagt. Die Zahl der Sozialwohnungen hat sich in den letzten 25 Jahren mehr als halbiert, von über 205.000 auf heute nunmehr noch 93.000 Wohnungen. Dieser Trend muss endlich umgekehrt werden. Wir wollen, dass das Land Hessen jährlich mindestens 10.000 neue Sozialwohnungen und zusätzlich 2.000 Studierendenwohnungen schafft in den Universitätsstädten, um dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegenzutreten. Und während die Landesregierung noch nicht einmal in der Lage ist, den Investitionsbedarf in hessischen Schulen zu beziffern, wollen wir ein Schulgebäudesanierungsprogramm auf den Weg bringen, damit wir endlich auch in Hessen den Zustand beenden, dass die Schule oftmals das marodeste Gebäude im ganzen Stadtteil ist. Deswegen brauchen wir dringend ein Schulsanierungsprogramm. Und wir wollen, dass das Land endlich seiner Verpflichtung nachkommt, für am Umsatz orientierte Investitionszuschüsse an die hessischen Krankenhäuser. Deswegen beantragen wir, die Investitionen im Sinne der Berechnungen der Hessischen Krankenhausgesellschaft zu erhöhen. Und wir setzen uns dafür ein, dass die hessischen Kommunen, die in den letzten Jahren von dieser Landesregierung immer wieder gebeutelt werden, in ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt werden. Sie brauchen mehr Mittel, um investieren zu können, was nicht nur im Bereich der Schulgebäude notwendig ist, sondern auch bei Sportanlagen und Schwimmbädern. Deswegen beantragen wir hier Programme zur Schwimmbad- und Sportstättensanierung. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass wir uns freuen, dass auch die CDU, die uns ja sonst, sagen wir mal, ein bisschen scheut wie der Teufel das Weihwasser, dass die CDU ja hier auch einmal Vorschläge der LINKEN aufgreift, indem selbst Sie erkannt haben, dass die Schwimmbäder endlich wieder besser finanziert und modernisiert werden müssen. Der letzte Haushalt dieser Legislaturperiode zeigt, wer sich von den GRÜNEN echte Fortschritte bei einer Verkehrswende erhofft hatte, der wird leider enttäuscht. Als Teil unseres Sofortinvestitionspaketes fordern wir deswegen, die Landesmittel für den Ausbau der Nahverkehrsinfrastruktur erheblich aufzustocken, um endlich dringend notwendige neue Strecken, Eisenbahnen und Stadtbahnen planen zu können. Und das Millionengrab Kassel-Calden muss endlich zum Landeplatz herabgestuft werden und das Geld für sinnvollere Projekte in Nordhessen eingesetzt werden. Außerdem haben wir beantragt, auch das haben Sie abgelehnt, dass ab dem nächsten Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler das hessenweite Schülerticket kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Das wäre nicht nur problemlos finanzierbar, sondern es würde die bestehenden Ungleichbehandlungen bei unterschiedlich weiten Schulwegen auch endlich beenden. Und es wäre nach der Freifahrt für Beamte und Landesbeschäftigte ein weiterer Schritt zur Nutzung des ÖPNV und zur Entwicklung eines Nulltarifs für alle, der mittelfristig unumgänglich sein wird, wenn wir die Verkehrswende und den Klimaschutz schaffen wollen. Deswegen beantragen wir auch Mittel für Fahrpreissenkungen und für Pilotprojekte für einen kostenlosen ÖPNV. Insgesamt also wollen wir die relativ günstige finanzielle Lage sowie auch zusätzliche Einnahmen nutzen, um endlich damit zu beginnen, den Investitionsstau aufzulösen. Notwendig wäre auch eine aktive Armutsbekämpfung und ein landesweiter Aktionsplan gegen Kinderarmut. Um soziale Ungleichheit abzubauen, wäre eine wirkliche Abschaffung der Elternbeiträge bei der Kita
ein wichtiger Schritt. Aber in Sachen Befreiung von Elternbeiträgen bei der Kita-Betreuung, da führt ja die schwarz-grüne Landesregierung die Eltern leider an der Nase herum, und das auch noch auf dem Rücken der Kommunen. Daher beantragen wir eine wirkliche, eine komplette Gebührenfreiheit für die Eltern, finanziert durch das Land, und eine Erhöhung der Pauschalen für die Betriebskosten, um eine qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Kinderbetreuung zu garantieren. Und sparen wollen wir auch. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Wir wollen auch Gelder einsparen. Stoppen Sie die Subventionierung des perspektivlosen Regionalflughafens Kassel-Calden, und stoppen Sie die völlig unnötige Stellenexplosion für einen Nulpenverein, der im besten Fall keinen Schaden anrichtet. Meine Damen und Herren, das ist schwarz-grüne Haushaltspolitik, wie eine andere, Herr Kollege, bitte kommen Sie zum Schluss. Ja, wie eine andere sozialökologische Haushaltspolitik aussehen könnte. Das können Sie unseren Anträgen entnehmen. Aber keine Sorge, spätestens bei der Haushaltsberatung 2020 werden wir diese Anträge Ihnen wieder präsentieren. Herr Kollege Bellino. Frau Präsidentin, der Redner hat eben den Verfassungsschutz als Nulpenverein bezeichnet. Ich denke, dass dies der ersten Gewalt erstens nicht zusteht und zweitens unparlamentarisch ist. Vielen Dank für den Hinweis. Herr Kollege Schalauske, wollen Sie sich entschuldigen an dieser Stelle, oder ich muss Ihnen eine Rüge erteilen? Also dann eine Rüge. So, dann rufe ich auf den nächsten Redner, Herr Kollege Hahn von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mich jetzt nicht über das Thema Nulpenverein äußern. Ich halte es auf alle Fälle für ungezogen, wenn ein Abgeordneter des Hessischen Landtages den Landtag für Verfassungsschutz als Nulpenverein bezeichnet. Ich halte es nicht für klug, das hier zu tun, aber Sie sind Ihres eigenen Glückes Schmied. Sagen Sie doch, was Sie meinen. Es wird sowieso keiner ernst nehmen. Was mich aber schon betrifft, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Klima, was wir hier bei der dritten Lesung erleben und was wir auch vorhin schon erlebt haben bei dem Thema Hessenkasse. Ich nerve Sie ja vielleicht damit, dass ich immer darauf hinweise, dass ich schon ein bisschen länger diesem Parlament angehöre. Aber ich finde, also heute sind wir nun bei dem Stil, wie Regierung und Regierungsfraktionen und in einem anderen Punkt auch Regierung mit Opposition umgeht, sind wir schon auf einem relativen Nullpunkt angelangt. Und das, lieber René Rock, vollkommen richtig, obwohl die Landesregierung ja immer so tut, als wenn sie den Respekt für wichtig erachtet. Also, ich habe mich vorhin schon einmal darüber geäußert, der Finanzminister nutzt ja nicht das Pult, um es zu erklären. Ich halte die Bezeichnung von Parlamentspuristen für eine ganz besondere Überheblichkeit eines Regierungsmitgliedes. Ich weiß auch nicht, was das soll, gerade wenn man auch noch dazu Purist, nicht Tourist, auch wenn man dabei noch Mitglied des Hessischen Landtages ist. Also man meint, sagen zu müssen, dass die Kollegen eigentlich alle ein bisschen neben der Spur sind. Das ist kein Stil, den ich mag, und es ist auch kein Stil, den ich hier haben möchte künftig. Und deshalb sage ich es deutlich für die FDP-Fraktion. Und lieber Kollege Kaufmann, wir bemühen uns ja, immer netter miteinander zu sein. Was soll diese allgemeine dumme Bemerkung von dem Geplärre der Opposition? Was soll das? Von dem Geplärre der Opposition. Nehmen Sie uns eigentlich überhaupt nicht ernst? Ist das alles, was wir sagen, für Sie dummes Zeug? Ist das alles, was wir sagen, für Sie Geplärre? Dann lassen wir doch einfach diese Debatte, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie in keinster Weise mehr bereit sind, mit uns zu reden, sondern uns ein paar rüberzuzerren.
Geplärrer der Opposition oder aber Parlamentspuristen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das ist übrigens kein Thema für den Ältestenrat, um das noch einmal zu sagen, sondern da sollte jeder und jede Fraktion mit sich selbst mal sich unterhalten. Vielleicht noch einmal ins Reine kommen. Ich verstehe ja, ich habe ja lang genug in diesem Hause jede Rolle inne gehabt, dass man vor Wahlen nervöser wird. Und ich verstehe ja auch, dass, wenn man die Umfragen z. B. des HR sieht, dass die Regierungsfraktionen merken, Mist, so kann das jedenfalls nicht klappen. Nur die Antwort kann doch nicht sein, noch überheblicher zu werden. Die Antwort kann doch nicht sein, uns noch mehr niederzumachen, sondern Sie müssen doch versuchen, eine Brücke zu bauen. Lieber Herr Kaufmann, lieber, ich sage jetzt bewusst Kollege Dr. Schäfer, können Sie sich eigentlich auch nur irgendwie vorstellen, dass Sie möglicherweise noch jemand Dritten ab dem 28. Oktober brauchen? Und wissen Sie eigentlich, wie das wirkt auf den Dritten, wie Sie mit uns umgehen? Also auf alle Fälle nicht brückenbauend, sondern eher brückenvernichtend. Und das wollte ich Ihnen mal, weil warum soll ich jetzt alles noch einmal vortragen, was wir in der ersten Lesung gesagt haben, was wir als Anträge besprochen haben, was wir in der zweiten Lesung gesagt haben, was wir als Anträge besprochen haben, Ihnen noch einmal vortragen. Ich finde das ein bisschen langweilig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb habe ich die Hälfte der Redezeit der FDP-Fraktion jetzt genutzt, um Sie zu bitten, künftig beim Stil etwas mehr aufzupassen und nicht diese Überheblichkeit, diese "Ihr habt ja eh nichts zu sagen" Mentalität, und ich fasse das noch einmal in zwei Worten zusammen, Geplärre der Opposition und Parlamentspuristen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, an dem Haushalt hat sich seit der ersten Lesung nicht viel verändert. Ich könnte noch einmal die Rede halten, nicht viel verändert, Herr Kollege Kaufmann. Dass Sie damit noch viel Arbeit hatten, will ich überhaupt nicht dementieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber die Struktur hat sich nicht geändert. Und wir haben damals schon gesagt, ich habe hier in der ersten Lesung, René Rock in der zweiten Lesung gesagt, der Haushaltsplan ist müde. Er ist kraftlos. Er hat kein System immanent. Nein, hat er nicht. Erklär es mir doch bitte mal nachher beim Wasser oder beim Tee. Ich sehe da kein System drin, außer einem System. So viel wie möglich Steuergeld zu nutzen, um so viel wie möglich Menschen scheinbar glücklich zu erkaufen. Das ist das Ziel, die Struktur, nicht das Ziel, die Struktur in dem Haushalt. Aber ansonsten, also, die Koalition hat angefangen und hat gesagt, wir wollen sparen. Ja, genau da komme ich hin. Das ist genau Ihre. Sie werfen uns vor, Herr Kollege Bauer, Sie werfen uns vor, dass wir manche Entscheidungen, die wir bis 2013 in der Koalition mit Ihnen gemeinsam getroffen haben, jetzt relativieren und anders sehen. Sie haben in den letzten vier Jahren in zentralen Punkten der Haushaltspolitik Ihre Meinung zu 180 Grad geändert. Zu 180 Grad? Was steht denn im Koalitionsvertrag herinnen? Abbau von Stellen, 1.800 rund. Haben Sie sich daran gehalten? Nein, haben Sie nicht, weil Sie das System durchgängig machen, irgendetwas zu organisieren, wollen wir nicht. Da haben wir nicht den Mut dazu. Ich hätte auch ein Wort sagen können, hätte ich noch eine Rüge bekommen. Will ich also nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn dann zusätzliche Aufgaben kommen, kleistern Sie einfach 5.000, 6.000, wie auch immer, neue Stellen obendrauf. Das ist doch keine geniale Politik. Das ist doch einfach nur, wir gehen mit der Nähmaschine hin und stopfen ein Loch. So arbeiten Sie in diesem Haushalt. Und zwar nicht erst seit dieser, Herr Bauer, ich weiß ja, dass Sie irgendwie seit gestern ganz, ganz schlecht drauf sind, aber Sie müssen ja nicht dauernd dazwischen rufen. Und Sie können auch irgendwann mal ein bisschen. Ja, warum, weiß ich nicht. Weil es einfach irgendwann mal müde macht. Aber wenn er will, ich weiß ja, die Stimme ist schon ein bisschen schlecht. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie tun immer so, das erste Mal ein Haushalt ohne Schulden. Und wir sind so stolz auf uns, dass wir im nächsten Jahre sogar Schulden abbauen. Lieber Herr Kollege Dr. Arnold, auf so wenig so stolz zu sein, das spricht für die Psyche. Das spricht für die Psyche. Also vergleichen Sie es doch einmal mit anderen Ländern. Und ja, es gibt tatsächlich Bundesländer, die noch mehr Länderfinanzausgleich zahlen als Hessen. Wir können das doof finden, aber es ist so. Und das sind die Länder Bayern und Baden-Württemberg. Und dann schauen Sie sich bitte einmal an, wie die Haushaltsstrukturen dort aussehen.
Die erwirtschaften Milliardenüberschüsse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Finanzminister freut sich, wenn er eine schwarze Null vorlegen kann. Was ist denn da stolz? Sie haben derzeit ein riesiges Glück. Und ich gebe Ihnen zu, René Rock und Jörg Uwe Hahn ärgern sich manchmal darüber, dass diese 5,5 Milliarden € erst in dieser Legislaturperiode zusätzlich in den Haushalt hereingekommen sind. Wir hätten das gerne während unserer Regierungszeit schon gehabt. Aber das ist nun einmal so. Das ist doch nicht Ihr Verdienst. Also ein Teil davon ist Ihr Verdienst. Jawohl, das will ich gar nicht dementieren. Ein Teil davon ist Ihr Verdienst. Aber der meiste ist die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Lande, weil es ist ja überall so. Ich habe vorhin gehört, wir sollten von einem Regierungskollegen, wir sollten doch mal bitte aufpassen, es gebe Kommunen, die keine Kassenkredite haben, und es gebe Kommunen, die Kassenkredite haben. Also kann es nicht daran liegen, dass das Land schlechte Politik gegenüber den Kommunen gemacht hat. Das habe ich jetzt schnell mal zusammengefasst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich diese Logik anlege, dann frage ich mich, wieso Sie denn eigentlich, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, so stolz darauf sind, dass Sie gerade mal eine schwarze Null hinkriegen. Sie hätten aber mal locker in dieser Legislaturperiode schon 500 bis 600 Millionen € Schulden abbauen können. Und Sie hätten es planen können, das auch künftig zu machen. Sie machen es nicht, weil Ihr Plan ja lautet, ich wage mich nicht daran, Strukturen zu ändern, und für die neuen Aufgaben gebe ich neues Geld und meine, damit sind alle Leute glücklich. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, natürlich haben wir diesmal den größten Beitrag an die Kommunen. Ja, was denn auch sonst? Wenn das Land am meisten einnimmt wie noch nie, ist doch wohl klar, dass es den Kommunen davon noch etwas abgibt. Und deshalb haben die auch so viel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Liberale hätten und werden hoffentlich beim nächsten Haushalt das auch wieder tun können, Schwerpunkte setzen. Die sind Bildung, insbesondere frühkindliche Bildung, Situation in den Kindertagesstätten. Diese sind zweitens Digitalisierung vom Ausbau des Netzes, und zwar des qualifizierten Netzes, bis hin zur Ausstattung der Schulen. Unser dritter Schwerpunkt ist Infrastruktur. Sie wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen nicht den ADAC, aber ich bedanke mich bei dem ADAC dafür, dass er so fleißig jedes Jahr die Zeiten zusammenschreibt, die wir auf den Autobahnen drumherum stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Rekordstau auf den Straßen muss bekämpft werden. Und es ist sicherlich löblich, wenn der Verkehrsminister erklärt, dass der Erhalt dem Neubau vorgeht. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss auch Neubau überhaupt machen und muss nicht so viele Millionen von Geldern, die aus Berlin kommen könnten und die im Bundesverkehrswegeplan drinstehen und auch finanziert sind, die man nicht abruft mit der schlauen Begründung, man habe keine Planer. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Regierung will das nicht. Sie will es politisch nicht. Und deshalb gibt es auch keine Planer. Also die Infrastruktur, und dazu gehört natürlich nicht nur die Straße, sondern dazu gehört auch die Schiene, ist der dritte Schwerpunkt, und der vierte ist die Sicherheit. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich musste ja eigentlich grinsen, als wir in der Haushaltsberatung den Antrag der FDP aufgerufen haben, wo wir 150 zusätzliche Polizeieinheiten stellen haben wollten, und Sie haben Nein gesagt. Sie haben einfach Nein gesagt. Wurde auch nicht begründet irgendwie. Also Sie haben erklärt, Sie hätten schon was. Das wussten wir ja vorher schon. Aber das reicht dann einfach. Das reicht dann einfach. Also, da setzen Sie einfach die Marke, und alles andere ist halt irgendwie nicht richtig. Das sehen wir anders, aber das kann ja theoretisch, wer auch immer das als Partei und Fraktion machen darf, nach dem 28. Oktober in Koalitionsverhandlungen hier in Hessen noch einmal diskutiert werden. Jedenfalls wird es, und das ist meine Zusammenfassung, einen so müden und kraftlosen, einen so wenig fokussierten und Schwerpunkte erkennenden Haushalt ab dem nächsten Jahr in Hessen nicht mehr geben, wenn die FDP wieder in der Regierungsverantwortung ist. Und darum kämpfen wir. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Schäfer. Bitte schön, Herr Dr. Schäfer, Sie haben das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir schließen heute mit der dritten Lesung die Beratung zum Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 ab. In der Tat, ein Doppelhaushalt ist zwar nicht zwingend doppelte Arbeit, aber ich will auch mit dem beginnen, mit dem, ich glaube, Kollege Hahn wollte es auch sagen, hat es wahrscheinlich nur vergessen, sich nämlich dem Dank
anzuschließen an alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit diesen Fragen, dann auch gelegentlich mal arbeiten zu Zeiten und unter Drucksituationen, die jedenfalls nicht in allen Bereichen gleichermaßen immer an der Tagesordnung sind. Aber die Haushälter sind in allen Ministerien, in allen Fraktionen, im Budgetbüro eine leidensfähige Spezies. Herzlichen Dank für die Arbeit. Ich will auch darauf verzichten, sozusagen die Debatten der ersten und zweiten Lesung noch einmal zu wiederholen, sondern ich will versuchen, ein paar Hinweise zu geben, von denen ich glaube, dass Sie jedenfalls für die Frage, wie geht es denn über den Doppelhaushalt hinaus weiter, nicht ganz ohne Bedeutung sind. Wir sehen ja, dass es gelungen ist, und ich glaube, wenn wir uns gemeinschaftlich zurückerinnern, als die Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zur Änderung der Verfassung, zur Einführung der Schuldenbremse stattgefunden hat, als wir in diesem Land noch mehr als 2 Milliarden € Nettokreditaufnahme hatten, dass nicht jeder restlos sicher war, dass wir bis zum Jahre 2020 es wirklich schaffen würden, eine Nettokreditaufnahme bei Null zu erreichen. Das ist durch eine Kombination unterschiedlichster positiver externer Faktoren, vielleicht auch ein klein wenig Leistung dieser Landesregierung, gelungen ist, dass wir bereits im Jahr 2015, 4 Jahre nach der Entscheidung zur Schuldenbremse, einen positiven Finanzierungssaldo zu erzielen, im Jahr 2016 die erste Tilgung von alten Schulden vornehmen können und mit allen vorsichtigen Planungen für die mittelfristige Finanzplanung in diesem Zeitraum über 1 Milliarde € alte Schulden zurückgezahlt haben werden, ist, glaube ich, in der Betrachtung, wenn man sich wieder einmal auf das Jahr 2011 zurückzieht, ein Eintreten einer Wahrscheinlichkeit, mit der kaum jemand gerechnet hat. Ich glaube, darauf können wir stolz sein. Und trotzdem werden die Herausforderungen nicht weniger. Denn ein Teil von Spielräumen von Haushalten in den letzten Jahren ist auch dadurch entstanden, dass wir jeweils relativ hochverzinste alte Anleihen, alte Verschuldung austauschen konnten gegen neue Anleihen, die deutlich geringer verzinst waren. Diese Möglichkeit, weitere Mittel bei der Zinslast einzusparen, wird sich sukzessive reduzieren. Und natürlich müssen wir alle gemeinschaftlich der Gefahr gewahr sein, dass 10 Jahre konjunktureller Aufschwung in Folge jedenfalls keine sichere Erwartung sind. Und wenn sich dann am langen Ende auch Zinsänderungsrisiken realisieren, wir sehen ja, dass die langfristigen Zinsen wieder schon ein bisschen dabei sind zu steigen, dann kommen da größere Herausforderungen zusätzlich auf uns zu. Deshalb ist es aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung, dass der Haushalt einerseits eine allgemeine Rücklage von jenseits der 500 Millionen €, die ja gerne auch in diesem Haushalt als potenzielle Wahlkampfrücklage tituliert worden ist, die aber immer noch schön im Kästchen liegt und wir gerüstet sind für die Eventualitäten des Lebens, und dass wir in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 20 und 21 Sicherheitsabschläge bei den Einnahmen gemacht haben von zusammen 1,2 Milliarden €. Um eben sowohl gerüstet zu sein für bundesstaatliche finanzwirksame Entscheidungen, die auch uns treffen, aber um auch vor den Anfälligkeiten, die ich versucht habe, in Stichworten zu benennen, gerüstet zu sein. Ich will aber vor einem gerne warnen. Wer glaubt, nach den vielen guten Jahren konjunktureller ökonomischer und ökonomischer Entwicklung und dem Gelingen des Einhaltens der Schuldenbremse und dem Gelingen von Schuldentilgung, man kann über die Höhe immer streiten, aber jedenfalls, dass alle finanzwirtschaftlichen Probleme gelöst seien, dem sei ein Blick in unseren Rückstellungsbedarf für die Pensionen und Beihilfen durchaus anempfohlen. Wir gehören zum Glück nicht zu den Bundesländern, die in den Haushaltskrisen vergangener Jahre die Versorgungsrücklage geplündert haben, um einen jeweiligen Haushalt auszugleichen. Aber natürlich sind 3 Milliarden € auf der hohen Kante gegen 60, 70 Milliarden € Rückstellungsbedarf für die Pensionen und Beihilfen jedenfalls keine Relation, die einen auf Dauer zufriedenstellen. Es wird eine spannende politische Debatte, die wir beginnen müssen,
Wie kriegt man das hin, die Verpflichtungen, die wir gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingegangen sind und künftig eingehen werden, dauerhaft auf eine finanziell solide Grundlage zu stellen? Wie hoch muss ein Versorgungsfonds dotiert sein, um dass man sagen kann, er ist eine ausreichende Absicherung gegen die entsprechenden Risiken für die Zukunft? Das werden die spannenden Diskussionen sein. Und da gilt auch an der Stelle der alte Satz unseres ehemaligen Ministerpräsidenten Roland Koch mit als Ratschlag an die Politik: Löse bitte kein Problem, das keiner kennt. Ich glaube, dass viele, auch politisch Interessierte, sich jedenfalls in der Diskussion um Finanzpolitik gerne dann auch darauf konzentrieren, haben die das mit der Kapitalmarktverschuldung einigermaßen im Griff, ja oder nein, ist die Schuldenbremse eingehalten oder ist sie nicht eingehalten. Und dieses Momentum, was in besonderer Weise die Länderhaushalte trifft, nämlich den sehr hohen Bestand an Personal, den sehr hohen Bestand auch an Beamtinnen und Beamten und ihren Pensionären, ein Punkt ist, über den wir intensiver, lauter diskutieren müssen, weniger mit dem Ziel oder streng genommen gar nicht mit dem Ziel, dass eine Diskussion zu Lasten der Beamtenschaft geführt wird, ganz und gar nicht, aber jedenfalls das finanzwirtschaftliche Risiko, die Aufgabe, die dahinter steckt, müssen wir, glaube ich, sehr viel intensiver in den Blick nehmen, weil wenn es uns gelungen ist, in diesem Jahrzehnt das mit der Kapitalmarktverschuldung halbwegs in den Griff zu kriegen, wird das nächste Jahrzehnt sicherlich benötigt werden, wenn es denn reicht und die äußeren Umstände dafür günstig sind, diese Fragestellung einer Lösung zuzuführen und daraus eine Perspektive zu entwickeln, dass dauerhaft die Finanzierung des öffentlichen Bereichs – und ich glaube, wir bekennen uns alle zu den Grundsätzen des Berufsbeamtentums – sichergestellt werden kann. Darauf wollte ich gerne die dritte Lesung des Haushalts genutzt haben, darauf hinzuweisen, weil ich glaube, am Ende einer Legislaturperiode mit einem Doppelhaushalt, der ziemlich präzise beschreibt, welche Schwerpunkte die Landesregierung zu setzen beabsichtigt, ist es, glaube ich, auch notwendig, den Versuch zu unternehmen, auch einmal einen Schritt weiterzudenken und Aufgaben sich ein Stück vorzunehmen, die unweigerlich vor uns liegen, die aber jedenfalls in aller Regel nicht dazu geeignet sind, publizistische Schönheitspreise zu gewinnen, wenn man sie denn angeht und löst. Aber sie sind finanzwirtschaftlich unweigerlich vor uns liegen, und darum müssen wir uns kümmern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken für die vergangenen Monate von Beratung, sei es hier im Hessischen Landtag, im Haushaltsausschuss, in den weiteren Gremien. Es war mir wie immer ein Vergnügen, kritisch, abwägend, die Dinge auch einmal konturiert auf den Punkt bringend, aber immer so, dass wir eine Perspektive haben, gemeinschaftlich die Dinge vernünftig nach vorne zu entwickeln. Ganz herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur Abstimmung in dritter Lesung über den Gesetzentwurf zum Haushalt 2018-2019 in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichts des Haushaltsausschusses, Drucksache 19-5969 neu zu Drucksache 19-5744 zu Drucksache 19-5237. Wer ist für die Annahme des Gesetzentwurfs, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, FDP und DIE LINKE. Wer enthält sich? Niemand. Damit ist der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichts des Haushaltsausschusses, Drucksache 19-5969 neu zu Drucksache 19-5744 zu Drucksache 19-5237 mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, FDP und DIE LINKE bei keiner Enthaltung in dritter Lesung angenommen und damit zum Gesetz erhoben.
Jetzt haben wir aber doch noch einiges abzustimmen. Wir kommen zur Abstimmung über Top 52, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2017 bis 2021, Drucksache 19-5970 zu Drucksache 19-5274. Wer ist dafür? Dann bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen von SPD, LINKE und der FDP. So. Dann ist diese Beschlussempfehlung mit der Zustimmung von CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN bei Enthaltung der übrigen Fraktionen so angenommen. Meine Damen und Herren, der Haushalt 2018-2019 ist damit verabschiedet. Und ich danke allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Nun können wir in die wohlverdiente Mittagspause eintreten. Ich unterbreche die Sitzung. Wir sehen uns um 15:30 Uhr wieder hier im Landtag, im Plenum.